Da klatscht sogar der Schiedsrichter Dennis Aitekin Beifall. Werder gewinnt in Leverkusen und damit herzlich willkommen zu Werder TV Insight nach dem Spiel gegen Bayer 04. Der Jubel, die Tore und natürlich der Typ der Woche darf auf einen Montag nicht fehlen hier bei Insight. Ja, und damit herzlich willkommen aus dem Weserstadion mit Meisterschale und allem, was dazugehört, von Platz 8 übrigens. Nur noch 3 Punkte hinter Platz 6. Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben uns nicht umsonst gesagt, dass wir in die europäischen Plätze wollen. Am Anfang haben uns natürlich viele dafür belächelt. Über Bremen lacht mittlerweile nur noch die Sonne. Und das völlig zu Recht. Es wird nie Normalität sein, dass wir in Leverkusen gewinnen. Nie. Das war es auch nicht zu unseren allerbesten Zeiten als Verein. Aber es darf auch nicht die größte Sensation unseres Lebens sein, dass wir hier mal gewinnen. Werder TV Insight, trotzdem jede Folge eine Sensation und heute mit absoluter Weltklasse. Sage nicht ich, sagt Matthias Sammer. Saß übrigens auch schon hier in diesem Studio und hat die Champions League gewonnen. Ja, Weltklasse ist ein großes Wort, aber es ist schon ziemlich viel aufgegangen. Ziemlich viel aufgegangen. Das sieht dann so aus. And now it's Bremen who could break. It's Leverkusen getting caught in transition. Kruiser doesn't have much on, but it doesn't matter for a man like Max Kruiser who breaks the deadlock with less than 15 minutes on the clock. And that is the type of counter we have been talking about. And that's great play from Johannes Eggestein. The break is still on. Kruiser takes over the mantle. It's Rashica. One-on-one with Radetzky. It's 2-0 Bremen. It's Kruiser one-on-one with Wendell. Cuts inside to finish the job. Oh, it's beautiful from Max Kruiser. The composure, the cool, calm, collected approach to make it 3-1. Game, set, match for Werder Bremen. Was für Tore, was für ein Spiel. Werderherz, was willst du mehr? Max Kruse in Bestform ist eben kaum aufzuhalten oder gar nicht aufzuhalten. Die Erklärung für Bestform heißt bei Max Kruse übrigens Lauro Maxim und ist so 8 Jahre alt, glaube ich. Danke erstmal fürs Lob und ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, er war jetzt die letzten 3 Jahre 3-mal im Stadion, immer auswärts, 2-mal in Augsburg, 1-mal hier jetzt und ich habe immer getroffen. Also, wäre nicht schlecht, wenn er immer da wäre. Würde ich mich freuen. Ja, da wärst du wahrscheinlich nicht der Einzige in der grün-weißen Werder-Welt, der sich darüber freut. So eine Mann als Extra-Motivator, das scheint ja ganz gut zu klappen. Also, gerne weiter so. Ja, und damit sind wir dann auch schon in der Social-Ecke. Wenn man da das Hashtag Kruse eingibt, da findet man einiges selbstverständlich an diesem Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr es schaut. Eurosport.de zeigt nochmal das Interview nach Spielschluss mit Maxi Eggestein und der zieht einen ganz großen Vergleich. Hashtag Weltklasse. Eine Vorlage, 2 Tore, glaube ich. Und das letzte macht er natürlich sensationell. Das sieht man sonst von einem anderen Linksfuß, glaube ich, den es noch in der Fußballwelt gibt. Da gibt es so ähnliche Aktionen. Aber wollen wir auch nicht übertreiben. Laura SVW. Es sind die Fußballer, die nicht zu einem restlichen Einheitsbrei passen. Es sind die Fußballer, die jedem in Erinnerung bleiben, denen kaum einer das Wasser reichen kann, ja? Scouting-Report der TSV Winsen. Ja. Ist klar. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Auch sehr schön zeigt den Jubel nach Schlusspfiff in der Kurve in Leverkusen. Wie gewohnt unser 18. Heimspiel, jetzt wo der HSV nicht mehr in der Liga ist, haben wir nur noch 18 Heimspiele. In Leverkusen findet das statt. Großartiger Support mal wieder, muss ich sagen. Anerkennung auch an die Werder-Fans, großartig. So mag ich den Sonntag. Top-Team, Top-Kapitän, gekämpft und gewonnen. PS Kruse darf gerne auch im DFB-Team ran. Im Netz also ein ganz klares Votum für den Man of the Match im Spiel gegen Leverkusen. Tja, und wir bei Insight, wir kommen da ein bisschen ins Schwitzen. Denn wer die letzte Folge gesehen hat, der erinnert sich vielleicht an diese Karte und den Inhalt. Schönes Bild. Typ der Woche, ja. Vielen Dank.
Ja, also mehr geht glaube ich nicht, ne? A-Nationalmannschaft, Einladung und Typ der Woche, beides an einem Tag. Ja, ist kein schlechter Tag gewesen, ne? Aber ist nicht normalerweise der Typ der Woche an einem Montag? Stimmt. Richtig, wir hatten euch gebeten, diese Frage doch zu beantworten. Typ der Woche, Maxi Eggestein, schon am Freitag oder erst am Montag? Und ihr habt gesagt, immer. Okay, einverstanden. Das Ding, das bleibt hier im Studio stehen. Lassen wir uns vielleicht noch unterschreiben. Aber ansonsten bleibt das hier. Und das Max in Maxi, das schreiben wir einfach groß. Einverstanden? Ja, Wahnsinn. Passend zum Typ der Woche habe ich jetzt auch noch ein Tor der Woche für euch. Sophia Nati hat es geschossen für den SV Werder gegen die TSG Hoffenheim. Unentschieden ging es am Ende aus, aber dieses Tor ein richtiger Leckerbissen. Werders Traumtore vor der Länderspielpause. Welches hat euch denn am besten gefallen? Stimmt einfach hier oben in der Infobox mit ab. Ist es Milos, Max oder Nati? Eure Stimme in die Infobox. Weiß es noch nicht so genau. Erstmal ist mein Sohn noch da bis nächsten Samstag. Samstagmorgen fliegt er dann. Dann werde ich wahrscheinlich direkt zum Nürburgring. Jetzt die Woche ein bisschen, haben wir auch noch, glaube ich, zweimal Training. Weiß nicht, ob das sein muss, wenn der Trainer das sieht. Vielleicht nochmal einen Tag ein bisschen ruhiger machen, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe für meinen Kleinen. Jawohl, Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga. Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Zum Beispiel Geburtstag feiern mit dem Sohnemann. Von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum 31. Lieber Max, feiert schön. Ja, und was macht ihr Insider denn eigentlich in der Länderspielpause? Schreibt es uns am besten unter dieses Video in die Kommentare. Und Uwe, der hält es mit Max und den wirklich wichtigen Dingen. Ich glaube, Max Kruse, sein Sohn war da. Der hat sich das Ganze angeguckt und Max, wenn du solche Tore schießt, wenn dein Sohn da ist, nimm ihn bitte jedes Mal mit. Der darf immer kommen. Und die anderen können auch alle ihre Kinder mitnehmen. Ich finde das sowieso prima, wenn die Kinder da sind, weil das gibt Power, das gibt Stimmung. Die wissen noch, wie man Power schreit. Ja! Was mache ich in der Länderspielpause? Kein Länderspiel gucken. Auf gar keinen Fall Länderspiel gucken. Nein, 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 nein. Obwohl jetzt Maxi mit dabei ist. Ist der, spielt der mit? Ja, hat er den? Wurde für die Nationalmannschaft nominiert. Oha. Nochmal Länderspielpause, nochmal Maxi. Ja, Maxi auch da dabei. Finde ich mega. Ist ein cooles Ding. Das können wir uns als Bremer also auch antun, die Länderspielpause. Die dürfen wir uns anschauen. Maxi, tut es mir bitte eingefallen. Schieß viele Tore, aber bitte unverletzt bleiben. Ja? Keine Verletzung reinfahren, gar nichts. Weil eine Woche später Mainz. Alles wie vorher, nur Abo. Abo, Video, Video, Abo, Abo. Nicht vergessen, Kinder, zeigt euren Eltern bitte. Abo da oben, Video hier unten und liken könnt ihr ganz unten. Das ist mir egal, wie ihr das macht. Aber nicht hier, das da, Abo, nicht vergessen. Alles klar.